Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Montag zu einem Reading für die anstehende Woche, die ganz im Zeichen des Neumondes im Steinbock steht. Ja, meine Lieben, es wird auch in dieser Woche wieder eine Session geben. Allerdings habe ich direkt am Neumondtag, am Donnerstag, keine Zeit, die Live-Session zu machen. Deswegen habe ich beschlossen, es gibt die Live-Session am Freitag. Ihr wisst ja, die Energien eines Mondes sind immer mindestens 2 Tage vorher und 2 Tage nachher im Kollektiv. Und vielleicht haben sogar möglicherweise freitags einige mehr Zeit, live teilzunehmen. Aber es gibt natürlich wie immer auch die Aufzeichnung. Die Einladung schicke ich heute oder morgen noch per WhatsApp auf dein Handy raus. Diese Energie des Neumondes im Steinbock habe ich schon so ein bisschen gespürt. Ich hatte es auch am Freitag schon angedeutet im Freitagsvideo fürs Wochenende. Und meiner Intuition geht es ums Ego. Es geht darum, dass wir uns mal fragen dürfen, was steht eigentlich denn im Wege, dass ich eben nicht immer aus der Liebe heraus handeln kann. Ja, ich habe am Freitag auch gesagt, und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir unser Ego bitte nicht verteufeln sollen. Ja, man hört oder ja liest das sehr oft, gerade auf spirituellen Kanälen oder in spiritueller Literatur, dass das Ego sozusagen sterben muss und dass wir uns vollkommen befreien müssen vom Ego. Ich glaube persönlich, das ist jetzt aber auch nur meine Meinung, dass das so in der Art und Weise zum einen gar nicht geht. Dafür sind wir Menschen, ja, und keine Engelwesen. Aber zum anderen glaube ich auch, dass ein gesundes Ego, Ego bedeutet nichts anderes als ich, ja, dass ein gesundes Ich, eine gesunde Ich-Bezogenheit, das heißt auf mich selbst auch mal bezogen zu sein, nötig ist, ja, um beispielsweise anderen Menschen Grenzen zu setzen, wenn sie sich grenzüberschreitend verhalten, ja, oder eben auch bestimmte Vorstellungen, Ziele, Wünsche zu verwirklichen, uns auch durchzusetzen, ja, gehört zu werden, uns groß zu machen. Und diese Neumondenergie, glaube ich, möchte uns so ein bisschen aufzeigen, was kann das Ego, was soll es auch und was kann und soll es aber nicht. Ja, denn diese Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, ist ja immer mal vom Ego durchkreuzt. Und ich kann davon ein Lied singen, ja, so weiß ich heute im Nachhinein, dass beispielsweise mein Fortgang aus Deutschland, also dieses sehr überstürzte Weggehen aus Deutschland nach Mallorca 2020, sehr ego-basiert war. Ja, sicher natürlich auch aus Liebe, aber da sind wir genau bei dieser Diskrepanz. Ja, wann regiert die Liebe und wann regiert einfach das Ego? Wie kann ich beides auch in Einklang bringen? Darum wird es in dieser Neumondenergie gehen, wie ich es fühle. Das ist auch Thema der Session. Ich werde dann in der Session auch nochmal ausführlich auf meine, ja, im Nachhinein gewonnenen Erkenntnisse bezüglich meiner Ich-Bezogenheit in 2020 eingehen, ja, was mir jetzt im Nachhinein sehr klar geworden ist. Und von daher werden wir da eine schöne Unterscheidung auch mal treffen können, was passiert wirklich aus Liebe und was passiert aus dem Ego heraus. Dazu finde ich, das Krafttier, das heute Morgen gefallen ist, ich habe ja in meinen Tagesbotschaften montags mal wieder um ein Krafttier gebeten. Aufgrund der Rauhnachtsbegleitung war das jetzt 2 Wochen nicht der Fall. Und da fiel ein tolles Tier, nämlich der Papagei. Und er sagt, achte auf deine Worte. Wenn du meine Tagesbotschaften verfolgst, hast du gestern Morgen vielleicht auch den Tarot-Impuls gelesen. Da fiel aus dem Tarot als Tageskarte für den Sonntag die Gerechtigkeit und da ging es um Karma. Ich habe in dem Post sehr schön, wie ich finde, Bezug genommen auf das Karma, dass wir jeden Tag vor allem mit unseren Worten, ja, Karma erschaffen. Und Karma ist nicht nur negativ, ja, bitte nicht denken, oh Gott, Karma, ja, gibt den schönen Spruch, Karma is a bitch.
Nein, ich finde es nicht, denn wir können uns genauso gut gutes Karma schaffen. Karma bedeutet nichts anderes als die Auswirkung von dem, was wir tun. Ja, also wir setzen mit jedem Gedanken, mit jedem Wort, mit jeder Handlung eine Ursache sozusagen, die später Wirkung hat. Das ist dieser karmische Ausgleich. Und diese Wirkung, die passiert oft nicht gleich, manchmal sogar nicht im nächsten Monat, sondern erst Jahre später. Oder es gibt sogar den Fall, ja, das höre ich in den Channelings immer öfter, dass wir karmische Lasten sozusagen mit ins nächste Leben nehmen. Gerade jetzt aktuell sind viele Menschen inkarniert, die karmische Lasten aus vergangenen Leben mitbringen, um die jetzt zu lösen. Und oftmals treffen wir dann zu diesem Zweck eben einen Seelengefährten, ja, einen Menschen, der mit uns schon mal in der Vergangenheit eine, ja, besondere Situation erlebt hat. Und wenn da noch Karma auszugleichen ist, dann haben wir hier jetzt in der Gegenwart die Chance dazu. Der Papagei ist ja ein Tier, das plappert so nach, ja. Wenn man dem Papagei ein Wort lernt, dann ja, wird er das relativ schnell nachplappern. Meine Schwester hatte mal zwei Papageien, ich habe das auch ausprobiert. Also es funktioniert, vielleicht hat jemand von euch auch einen Papagei. Und dieses Krafttier kommt ja nicht umsonst zu uns in dieser Woche. Meine Intuition ist, dass dieses Krafttier uns deshalb in dieser Woche begleitet, weil wir unsere Worte ein bisschen mehr beobachten sollten. Denn oftmals plappern auch wir, ja, Dinge heraus und haben aber überhaupt keine Ahnung davon, was wir damit bewirken. Wir sprechen manchmal Dinge aus, die jemand anderen verletzen, die wenig mitfühlend sind, ja. Wir gebrauchen Worte manchmal aus einer Emotion heraus, ohne darüber nachzudenken, ja. Das kennst du vielleicht, wenn du dich über jemanden ärgerst, der dir eine Nachricht geschrieben hat. Wie schnell, ja, tippt sich dann eine Antwort, die im Nachhinein betrachtet vielleicht wirklich nicht gerade die richtige war. Aber wir handeln einfach oft sehr schnell aus einer Emotion heraus, vor allem natürlich aus Wut, aus Enttäuschung, ja, aus dem Gefühl der Zurückweisung heraus. Was diese Karte uns aber auch mitteilen möchte, ist, dass wir achtsamer mit unseren Selbstgesprächen sein sollen. Vielleicht kennst du das auch, ja, dass es da so jemanden in dir gibt, ja, kannst mal untersuchen, wer das eigentlich ist. Oftmals ist es nämlich die Stimme unserer Eltern oder unserer Lehrer aus der Schule oder ja, die Stimme einfach von jemandem, der uns zu gewisser Zeit etwas gesagt hat, was uns sehr geprägt hat. Ja, daraus entstehen sogenannte Glaubenssätze und die wiederholen wir uns oftmals selbst. Also in dieser Woche, um überhaupt mal herauszufinden, also an die Wurzel zu kommen, wo verhindert mein Ego eventuell meine spirituelle Weiterentwicklung in Richtung Liebe, liebevolles Sein, Leben, ist es ganz entscheidend, mal genau darauf zu achten, wie und was du sprichst. Denn es ist nicht nur entscheidend, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Ja, wir können durchaus beispielsweise in einer Freundschaft, ja, mal ehrlich kommunizieren, dass wir anderer Meinung sind. Oder in einem Streitgespräch für unseren Standpunkt einstehen. Aber da kann ich euch mal ein gutes Beispiel sagen. Ich hatte jetzt ein Coaching mit einer Klientin, die immer sehr viel Streit hat mit einem Menschen in ihrem Umfeld und sie sagt, ja, das kommt dann sofort immer wieder dazu, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht. Ja, ich fühle mich dann wütend und dann schmeiß ich ihr oder ihm, ist jetzt egal, das und das an den Kopf. Und dann habe ich ihr mal den Rat gegeben,
wenn so ein Streitgespräch wieder stattfindet, dass sie dann nicht in diesen Vorwurfsmodus verfällt, der mit du anfängst, ja? Du machst immer das und das, du hast dies und dies nicht getan, ja? Sondern, dass sie mal sagt, ich fühle mich so und so, wenn du das und das tust. Das ist eine kleine Veränderung in der Konversation. Wir wählen ein bisschen andere Wörter, aber, und jetzt kommt es drauf an, es ist nicht nur so, dass wir den anderen nicht direkt angreifen, sondern unsere Stimmlage, ja, die Intonation, so wie wir es aussprechen, verändert sich. Wenn wir im Vorwurfsmodus sind und jemandem etwas vorwerfen, du machst ja immer, dann klingt unsere Stimme anklagend, vielleicht auch aggressiv, ja, man wird laut im Tonfall. Wenn wir aber davon sprechen, wie wir uns fühlen, wenn der andere das und das macht, kommt sofort ein weicherer Klang, ein mitfühlenderer Ton, und zwar für dich selbst, in diese Aussage. Und deswegen ist es nicht nur wichtig zu beobachten, was sagst du eigentlich, sondern wie sagst du es? Nehmen wir an, dir ist etwas schiefgegangen, ja? Du hast dir was vorgenommen und das hat nicht hingehauen. Wie redest du dann mit dir? Bist du mitfühlend? Nimmst du dich in dem Moment tröstend in deine Arme und sagst, ist nicht so schlimm, ja? Du probierst es einfach nochmal oder vielleicht klappt es wann anders. Es ist in Ordnung. Oder bist du auch der Kläger, der Ankläger und sagst, naja, war ja klar, dass du das wieder nicht schaffst. Ist ja logisch, du Loser, ja? Wie soll das auch funktionieren, wenn man so ist, wie du bist? Also wie ich bin in dem Fall, wenn du dir das selbst sagst. Also bitte, meine Lieben, nehmen wir uns den Rat des Krafttiers Papagei zu Herzen in der Woche und beobachten mal, was wir so aussprechen. Wie wir unsere Kommunikation mit anderen Menschen führen, sei es wörtlich oder auch schriftlich. Ja, auch wenn wir schreiben mit jemandem, achte mal auf deine Wörter. Ich glaube, wenn wir diesen wunderschönen Vorsatz, ja, den uns die Jahreslosung vorschlägt für dieses Jahr, beherzigen und zu sagen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann fällt es uns etwas leichter, auch Worte zu wählen, die liebevoll sind, die können trotzdem klar sein. Ja, denk dran, wie du vielleicht mit deinem Kind redest, wenn du Mama oder Papa bist. Ja, auch wenn du da mal vielleicht klare Grenzen setzen musst, ja, wenn du vielleicht auch mal schimpfen musst, weil das und das schief läuft, ja, du hast immer die Wahl, ob deine Worte hart, lieblos, verletzend sind, indem man dann zum Beispiel verallgemeinert, ja, du machst das ja immer so, oder dass man auch unter die Gürtellinie geht, ja, bei Eltern nicht selten der Fall, ja, wenn dann was nicht so läuft, dass dann das Kind gleich abgestempelt wird als Versager, bringst es sowieso zu nichts, aus dir wird nie was. Oder ob du das, was du sagen möchtest, trotzdem liebevoll rüberbringst. Und dann kannst du mit einem, ja, freundlichen Satz loslegen, dieses Gespräch. Ja, etwas erstmal finden, was vielleicht gerade gut läuft. Und dann sagen, aber was super wäre, wenn das und das auch noch gut funktionieren würde. Also das finde ich einen ganz wunderschönen Rat, extremst wichtig für diese Woche, denn wir poltern einfach manchmal aus unserem Ego heraus und wir dürfen nicht vergessen, das, was wir sagen, die Worte, die können wir nicht zurücknehmen. Du kannst jemanden mit Worten so verletzen, ja, beziehungsweise in ihm Verletzungen aufreißen, die dieser Mensch schon in sich trägt. Wenn du heute einem Kind immer wieder sagst, du machst das nicht gut, du machst das nicht gut, das ist nicht richtig, das ist nicht genügend, dann fühlt das Kind sich ja sowieso schon als Versager. Und wenn du dann aber noch das Wort benutzt, dann reißt du diese Wunde, die ja sowieso schon
in diesem Kind klafft, ja, nochmal weiter auf. Und Worte, wenn Wunden aufreißen, meine Lieben, da kannst du 100-mal danach sagen, es tut mir leid, ich wollte das nicht sagen. Ja, die kannst du aber nicht zurücknehmen. Also die Worte, die ausgesprochen sind da, die stehen im Raum. Und genauso ist es aber umgekehrt, mit liebevollen, mitfühlenden Worten kannst du einen Menschen zum Lächeln bringen, kannst du sein oder ihr Herz öffnen. Also da finde ich, hätte kein passenderes Krafttier fallen können, gerade für diese Woche mit dieser Diskrepanz zwischen Ego, zwischen einfach sehr verstandesgeprägten und manchmal selbstbezogenen Entscheidungen oder Taten, die über das Wohl der anderen hinaus gehen, also die sozusagen das Wohl der anderen nicht mit einbeziehen. Das ist ein schmaler Grat, ja, denn die Selbstbezogenheit kann auch positiv sein. Es ist kein schlimmes Wort. Ich bin auf mich selbst bezogen, wenn ich einem anderen Menschen sage, du pass auf, du überschreitest gerade meine Grenze. Aber dann agierst du nicht gegen das Wohl des anderen, ja, sondern er darf sich dann vielleicht auch eine Lernaufgabe anschauen, ja. Was aber zum Beispiel Micha und ich gemacht haben 2020, war egoistisch. Denn wir haben sowohl auf Michas Seite als auch auf meiner Seite, ja, das Wohl der anderen Menschen zum Teil weit hinter unseres gestellt. Und das war nicht liebevoll. Aber wie gesagt, dazu gibt es in der Session nähere Einblicke. So, meine Lieben, wir schauen mal einfach noch aus dem Tarot. Zu der Neumond-Energie. Das Golden Fool Tarot ist so glatt. Das finde ich immer schön, wie die Karten da rausflutschen. Wow, die 5 Schwerter. Ja, wie passend ist das denn zu dem, was ich gerade gesagt habe, meine Lieben? Die 5 Schwerter stehen für ein Schlachtfeld, für einen Kampf. Und schaut euch mal die Karte an, diese Schwerter kommen mir jetzt wirklich vor wie Worte, die gewählt wurden, die tiefe Wunden aufgerissen haben und die sind in der Art und Weise nicht mehr zu kitten, nicht mehr zurückzunehmen, diese Worte. Und deswegen gibt es in so einem Wortgefecht auch keinen Sieger. Vielleicht hast du schon mal mit jemandem richtig Streit gehabt und du weißt, es geht dann ab einer gewissen Stufe tatsächlich unter die Gürtellinie. Wenn man dann eigentlich gar nicht mehr das eigentliche Thema diskutiert, sondern man kommt dann in Bereiche, wo es um persönliche Dinge geht, um Charaktereigenschaften, ja, oder man greift dann plötzlich auf die Vergangenheit zurück, ja, und hält dem anderen auch noch Dinge vor, die schon längst vergessen sind. Und daraus, aus so Worten, die sehr unüberlegt, sehr emotional hinausgepoltert werden, entstehen dann Situationen, die sehr schwer wieder zu heilen sind. Das habe ich auch oft gesagt, werde ich auch in der Session noch näher drauf eingehen, dass es gewisse Dinge gibt, zum Beispiel, die zwischen Micha und mir auf Mallorca passiert sind, ja, die immer noch in mir wirken. Ja, das sind Dinge, die noch präsent sind, obwohl es jetzt ja schon eine lange Zeit her ist, aber da waren auch Worte involviert. Worte, die einfach sehr verletzend waren und immer wieder alte Wunden aufgerissen haben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr guter Rat für diese Woche, weil es könnte schon sein, dass diese Neumond-Steinbock-Energie ein bisschen, wie soll ich sagen, diese Aufruhr ins Kollektiv bringt. Ja, also das wird hier schon deutlich mit den 5 Schwertern, dass Menschen vielleicht aggressiv reagieren, dass Menschen sich hinreißen lassen aus der Emotion heraus zu agieren und dann wirklich immer wieder zu sagen, ich bin in der Liebe, ich lehne mich zurück, lass erstmal sacken und achte dann sehr sorgfältig darauf,
was ich vielleicht antworte, was ich sage, was ich in dieser Kommunikation entgegne. Und die fünf Schwerter, seht ihr, das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Impuls, der war jetzt plötzlich da, können auch für diesen Kampf in dir selbst stehen, wenn du vielleicht das Gefühl hast in dieser Woche, da kommt eine Unzufriedenheit in dir auf. Irgendwie so etwas, dass du mit dir selber nicht im Reinen bist. Dann bedeutet es erst recht, dass du liebevoll sein darfst, ja, zu dir. Liebevoll zu dir selbst. Die drei Stäbe, ja, hier kehrt ein Mann etwas dem Rücken zu. Nehmen wir an, du steckst gerade in einem Konflikt, ja, entweder mit einer anderen Person oder mit dir selbst, dann sagt dir diese Karte, halte dich nicht hier auf diesem Schlachtfeld auf, indem du immer wieder deinen Fokus auf das richtest, was gerade nicht angenehm ist, nicht im Frieden ist, sondern kehre dem Ganzen mal kurz den Rücken und schau mal nach vorne. Denn es liegt eigentlich ein wundervolles Jahr vor uns. Ja, wir hatten im Jahresanfangs-Readings ja gesehen, es sind tolle Energien 2024 für uns vorhanden und auch in den Channelings, die ich für euch mache für 2024, ja, da fallen tolle Karten, da gibt es tolle Botschaften. Also hier möchten dich die drei Stäbe wirklich dazu ermutigen, nicht in so Konfliktsituationen, Streitigkeiten, aber auch eigener innerer Unzufriedenheit zu verharren. Möglicherweise ist es auch so ein kleiner Trost, wenn es dir jetzt, das muss natürlich nicht für alle gelten, die jetzt dieses Video schauen, ja, aber wenn du vielleicht diese Energie sehr spürst in dieser Woche, ja, dass da so eine kleine Unzufriedenheit in dir aufkommt oder du das Gefühl hast, deine Mitmenschen nerven dich alle, ja, du bist einfach nicht gut drauf, dann bitte, so verstehe ich diese Karte auch, wisse, das sind kollektive Energien, ja, die zum Teil auch notwendig sind, um bestimmte, ich sag mal, stagnative Situationen zu lösen. Denn oftmals braucht es auch ein reinigendes Gewitter, dass wirklich mal die Fetzen fliegen, dass man sich mal traut, die Meinung zu sagen, damit dann wieder Ruhe einkehren kann. Ja, also die Energien werden sich dann zum Wochenende hin wieder ausreinigen. Ja, vielleicht ist es ganz gut, dass die Session dann erst am Freitag stattfindet. Da schwinge ich euch dann sehr heilsam für das Wochenende ein. Ja, eine Karte bitte noch zu den fünf Schwertern und den drei Stäben. Welche Karte darf es noch sein? Ja, schaut mal, wie schön der Magier. Ja, das reinigende Gewitter könnte sozusagen einmal alles in Aufruhr versetzen, damit dann ein Neubeginn möglich wird. Das wäre jetzt sehr passend für dich, wenn du vielleicht tatsächlich in einem Konflikt mit einer anderen Person steckst. Ja, dann könnte jetzt um diesen Steinbock-Neumond hier eine Aussprache stattfinden, die aber dann wundervolle Voraussetzungen schafft, dass ihr ein neues Kapitel in eurer Freundschaft oder in eurer Beziehung, in eurer Partnerschaft beginnen könnt. Ja, was ich auch spüre, vielleicht nimmt auch die eigene Unzufriedenheit mit dir einen Höhepunkt, ja, gegen Ende der Woche. Und du wirst dir dann darüber im Klaren, dass es jetzt für dich geht, darum geht, mal die Worte, die du dir gegenüber verwendest, genauestens unter die Lupe zu nehmen, ob die überhaupt wahr sind. Ja, da gibt es dieses schöne Programm von Byron Katie, vielleicht kennt ihr das, dass man sich, wenn man ein Gefühl hat oder sich immer wieder einen Glaubenssatz vor Augen hält, ja, der einen selbst betrifft, dass man sich mal fragt, ob das überhaupt die Wahrheit ist. Ja? Nehmen wir an, du hast seit der Kindheit diesen Glaubenssatz verinnerlicht, ich bin nicht gut genug, oder du kannst auch ein körperliches Merkmal haben. Ja, bei mir war es ja, deswegen bin ich ja dann in diese Essstörung hineingerutscht, immer dieser Glaubenssatz, ich bin nicht schlank genug. Ja, den hatte ich ja so verinnerlicht, wirklich, dass der war in mir eintätowiert.
dieser Satz. Und als ich selbst mal dieses Programm von Byron Katie gemacht habe, da muss ich mir ja dann die Frage stellen, stimmt das eigentlich? Ist das die Wahrheit, dass ich nicht schlank genug bin oder nicht dünn genug? Ist das die Wahrheit? Und dann kommt man nämlich drauf, dass sehr viele Dinge, die man sich oft schon ein Leben lang voller Inbrunst, manchmal täglich, immer wieder selbst sagt, gar nicht wahr ist. Wir übernehmen oft Glaubenssätze von unseren Eltern, von unseren Erziehungspersonen, Bezugspersonen, Lehrern oder in meinem Fall natürlich auch von der Gesellschaft, die uns ein Schönheitsideal vorgibt. Und ich als junges Mädchen habe mich daran orientiert. Ja, und wenn ich dann die Magermodels im Fernsehen gesehen habe, klar, habe ich den Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht dünn genug. Ja, die sind schön, die sind erfolgreich, die werden bewundert. Also, wenn ich dünn wäre, wäre ich vielleicht auch eine, die bewundert wird. Ja, also sich hier wirklich mal damit zu befassen, stimmt das eigentlich, was ich den ganzen Tag entweder in mir vor mich hin plappere oder aber ist das, was ich mit anderen Menschen spreche, wirklich liebevoll? Ganz gleich, ob es Kritik ist, ob es in einem Konflikt ist oder ob es vielleicht auch ein sehr schönes Gespräch ist, ja, wo du dich auch gut fühlst dabei. Beobachte deine Worte in dieser Woche. Wir schauen uns noch die Unterseite des Decks an. Ja, wunderschön, der Page der Münzen, ja, sind wir mal wieder so weit, dass doch noch eine Karte fällt, die sagt, wir sind Gold. Ich liebe das ja, wenn ihr das so kommentiert oder mir auch in euren Nachrichten schreibt, dass ihr das selbst für euch so verinnerlicht habt. Ja, wer das nicht weiß, weil er vielleicht so lange jetzt noch nicht auf meinem Kanal ist, ich hatte mal im Traum eine Begegnung mit Jesus und er sagte zu mir, ich bin Gold. Ja, ich soll mich nicht in die zweite Reihe stellen. Ich bin nicht Silber, ich bin auch nicht Bronze, ich bin Gold. Und das hatte ich ja damals geteilt. Ich glaube, das war irgendwann 2017 oder so. Und dass es mittlerweile so viele von euch als Mantra, ja, manche jetzt sogar als Mantra für 2024 benutzen, finde ich einfach nur grandios. Denn der Page der Münzen, der reicht dir hier diesen goldenen Taler auf seiner Hand und sagt, schau mal, du bist Gold. Und wenn du dich fühlst wie Gold, dann wirst du auch keine boshaften, absichtlich verletzenden Worte gegenüber einem anderen Menschen wählen. Ja, wenn du fühlen kannst, du bist Gold, dann wirst du in deinen Worten, auch wenn du zum Ausdruck bringen möchtest, dass du mit manchem nicht einverstanden bist, trotzdem liebevoll sein. Ja. Ich glaube, es geht auch darum, gerade mit dieser Karte, dass wir uns nochmal vor Augen führen, dass wir nicht so viel bewerten sollen. Auch das tun Worte gerne. Ja. Lästern, sagen, was an dem anderen gut ist, was nicht gut ist. Ja, einfach Menschen in Schubladen stecken. Auch hier dürfen wir diese Woche mal sehr, sehr achtsam sein. Und auch überlegen, ob manche Worte hier vielleicht aus Neid, aus Eifersucht gesprochen werden. Auch ein großes Thema, was unser Ego betrifft. Aber dazu, wie gesagt, dann am Freitag in der Session mehr. Ja, meine Lieben, das wird eine interessante Woche. Ich freue mich drauf. Ich mache am Mittwoch ein One-Card-Channeling direkt am Neumond. Nein, einen Tag vor dem Neumond. Ja, genau, es ist eins kommt einen Tag vorher und eins kommt einen Tag nachher. Am Mittwoch, genau, gibt es ein One-Card-Channeling zu den Neumond-Energien. Und am Freitag gibt es dann die Session und natürlich auch nochmal ein Karten-Reading dazu. Dann startet jetzt gut rein mit dem Papagei an eurer Seite und beobachtet mal, welche Worte nutzt ihr zu anderen, aber auch zu euch selbst. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich bin euch dankbar, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat und freue mich auf alles, was wir in dieser Woche gemeinsam erleben dürfen. Eine ganz herzliche Umarmung von mir, eure Uli. Tschüss!